Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge New Super Lucky's Tale. Schaff das mal. Ja, ich werde es schaffen. Keine Sorge. Ich schaff das. Chip sagt, pass auf, wo du hintrittst. Schnelle Beinarbeit ist der Schlüssel zum Erfolg. Bei dieser Übung wirst du so richtig ins Schwitzen kommen, extrem Cardio-Training und mal so richtig extrem. Also los, weiter. Nur noch ein paar Wiederholungen. Bist du bereit? Los! Erstmal ein paar Münzis einsammeln. So, wie funktioniert denn das jetzt hier? Muss ich hier durch? Und dann bleiben die auch nicht ewig oben, alles klar. Die sind dann irgendwann wieder weg. Ja, so geht's natürlich auch, ne? Hat nicht ganz geklappt, wie ich es gerade wollte. Solange ich nicht wieder alle Münzen einsammeln muss, alles gut. Und ich muss wieder alle Münzen einsammeln. Es ist nicht alles gut. Aber dafür sind die Gegner tot schon, oder was? Willst du mich verarschen? Ich muss die Münzen nochmal einsammeln, aber die Gegner sind alle tot. Wo ist denn da die Logik? Hat überhaupt keinen Sinn. Warum ist alles denn gut? Was gibt's denn bei euch da oben? Und einen geilen Hotdog? Naja, aber ein Diamanten. Guck mal, die kommen sogar noch mal wieder. Achso, ich kann das ganze Grün hier. Ja, ist okay, ist okay. Ist okay. Das ist aber nochmal richtig, ne? Hat man nicht alles gemacht für so ein paar läppische Münzen. Leben. Okay. Yeah, ich glaube, wir lassen die Münzen. Scheiß drauf.
Wenn ich hier mit einem Wisch durch muss, dann gute Schüssen. Wie gesagt, wir können auch in anderen Dungeons und Level können wir noch Münzen holen. Das ist alles kein Problem. Dann scheißen wir drauf. Und jedes Mal, dass es weiter runter geht und so. Dann machen wir so, ne? Schaff das mal! Bam! Dann machen wir so. Grabierst du das? So wieder so mit Zeit und so. Hier so Bett drin. Money, 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 money. Ein schöner Autoscroller. Schneller ging nicht. Ja, vielleicht doch. Wie der sich gerade bewegt hatte. Stufe für Stufe. Okay. Stufe für Stufe. Jetzt weiß ich, was du denkst. Wie langweilig, ich habe recht. Es ist aber an der Zeit, dich ein wenig mehr zu fordern. Was, noch mehr? Also habe ich mir hier besondere Mühe gegeben. Fehler. Hatte auch einen Fehler, keine Ahnung. Tut mir leid, kleiner Klutschuss. Wie peinlich. Los geht's. Ja, sehr peinlich. Stufe für Stufe.
Achso. Ist dem so, ja? Sind das Delfine mit Laseraugen? Sehe ich das richtig? Ein Button für loslassen? Wenn man nicht. Ja. Nein, du Wichser! Hallo? Nochmal. Ja, dreh dich mal ein bisschen schneller, Junge. Was soll dieser Vogel? Okay. Ja, ich muss hier durch. Kann nicht. Ich hab nicht mal das Wasser berührt, Junge. Wo lang? Oh, da.
Alles meins abgeschlossen. Okay. Ja. Okay. Geschafft. Stufe für Stufe. Gar nicht so easy gewesen. Sobald du deinen Wächtersiegel hast, steht es dir frei, alle Welten im Buch der Zeitalter nach Belieben zu erkunden, sofern deine Schwester es dir erlaubt. Was? Denk daran, mir das Buch der Zeitalter wieder zurückzubringen, wenn du damit fertig bist. Glaub mir, du willst keine Säumnisgebühren zahlen. Bist du die Bibliothek oder was? Ich habe die Sache mit Hilfs-Sheriff Jolene aufgegeben, Lucky. Es hat einfach nicht sein sollen. Meine Aufgabe, den Leuten Türen zu öffnen, ist einfach zu wild und unvorhersehbar für eine bodenständige Frau wie sie. So, wo waren wir denn jetzt? Da waren wir mal schon. Hier ist noch was. Was ist das? Ein Pfad ins Nirgendwo. Ein Pfad ins Nirgendwo. Ein Pfad ins Nirgendwo. Ja, das kommt. Jetzt sind noch diese alten Fitness. Dinger so aus den 60ern oder so was. Ist es heute so heiß hier drinnen oder brennst du nur gerade ein Feuerwerk ab? Wir brennen gleich die Schaltkreise durch. Und das meine ich positiv, Junge. Heute lassen wir es mit den Laufbändern so richtig krachen. Sei flink, sei schnell und gib Acht, in welche Richtung sich der Boden bewegt. Fehler. Ja, yeah. Ja, mit seinen blöden Fehlern. Alter, Perspektive und so, ne? Meine Fresse. Mir droppt da eh nichts, oder? Das ist richtig mitbekommen, aber. Oh, süßer Kontrollpunkt. Ja, wirklich jetzt vermisst. Wie, das ist eine unsichtbare Mauer oder was? Bin ich ja schon wieder frech.
Hätten sie mir aber vorher sein können, ne? Dass da eine unsichtbare Mauer ist. Wie ich hier überhaupt gerade hin? Okay. War jetzt schon der richtige Weg, oder? So wie es gerade aussieht. Da hinten scheinen noch keine Münzen zu sein. Meinst du, das ist eine unsichtbare Mauer? Nein. Diamanten sind des Fuchses beste Freunde, habe ich gerade bekommen. Was ist denn so, ja? Läuft jetzt eine andere Mucke. Okay. Jetzt sorgen wir doch Münzen. Die Schweinchen. So, sag mal. Zu langsam. Muss ich schneller drehen. Das hat gerade zu lange gedauert, Kollege. Irgendwie wird die Musik überschrieben, warum auch immer. Da war noch nicht dieses komische Kissen. Gut, machen wir nochmal. Jetzt sind wir aber durch, oder? Ein Pfad ins Nirgendwo. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge.